Unglaublich, aber wahr. Grüne Politikerin macht Witz über den verstorbenen Polizisten aus Mannheim und darüber wird dann noch gelacht. Man weiß aus Fassungslosigkeit gar nicht, was man zu sowas sagen soll. Der Vorfall ereignete sich im Berliner Abgeordnetenhaus, als die SPD auf eine Frage der AfD antwortet nach Rückführung der afghanischen Straftäter nach Afghanistan. Ich wiederhole mal akustisch das, was die grüne Politikerin absurderweise von sich gegeben hat als Zwischenruf. Mannheim ist tot? Ha! Ein höhnisch arroganter Kommentar, den man auch noch witzig findet. Ob sie nur selbst gelacht hat oder jemand anders von den Grünen, weiß ich leider an der Stelle nicht. Übrigens, das Original kann man sich natürlich auch anhören, findet man in der Videobeschreibung bei den Links. Auf News wurde das festgehalten. In den Links findet sich auch das gesamte Video zu dieser Sitzung, wo das passiert ist. Ab dem Zeitpunkt 2 Stunden im Video findet sich die fragwürdige Aktion. Der Witz der grünen Politikerin über den verstorbenen Polizisten scheint wohl irgendwie in Zusammenhang zu stehen mit der AfD und der Rückführung von Tätern. Das drängt sich halt auf, da es gerade genau um diesen Aspekt ging, auf den die SPD antworten wollte, als dieser Witz der grünen Politikerin fiel. Interessant ist auch der Zeitpunkt, an dem die Grünen sich entschuldigt haben für diesen Fauxpas, nennen wir ihn mal. Anhand des Sitzungssaalvideos und der Zeitangabe des Berliner Abgeordnetenhaus, wann denn die Sitzung stattfindet, kann man feststellen, dass der fragliche Zeitpunkt ungefähr 12 Uhr mittags und ein paar Minuten gewesen sein muss. Entschuldigt hat sich aber der Nuripur von den Grünen, also einer der Chefs neben Ricarda Lang, und die Fraktion selbst erst 21 Uhr und die entsprechende grüne Politikerin erst kurz vor 23 Uhr auf Twitter. Übrigens, Ricarda Lang hat sich natürlich überhaupt nicht entschuldigt. Beziehungsweise während ich hier dieses Video mache, findet sich da nichts. Ich hoffe doch mal, da kommt noch was. Es sind also 10 Stunden vergangen, bis die entsprechende Politikerin überhaupt erstmal auf die Idee gekommen ist, sich zu entschuldigen. Beziehungsweise die Grünen erst dann, als in der Presse die entsprechenden Meldungen kamen, dass es diesen Vorfall gab. Und da ja die entsprechende SPD-Politikerin die Grünen darauf angesprochen hat, dass das so nicht geht, was sie da gemacht haben, hätte man sich spätestens an dem Zeitpunkt wenigstens ein paar Stunden nach dieser Sitzung dafür entschuldigen können. Hat man aber nicht gemacht. Oder anders gesagt, das Fehlverhalten, das man an den Tag gelegt hat, war einem eigentlich völlig egal während der Sitzung und danach auch. Man hat wohl damit gerechnet, dass es nicht ans Licht kommt. Dass die Äußerungen vom Nuripur sicherlich ernst zu nehmen sind und ernst gemeint sind, davon gehe ich aus. Die Äußerungen jedoch der Fraktion und der entsprechenden Politikerin sind wohl leider mehr als Heuchelei zu sehen, als wirklich als ernste Worte. Auf dem Twitter-Account der grünen Politikerin Tuba Butzkurt kann man ihre Entschuldigung nachlesen, wo sie angeblich das Ganze zutiefst bereut, natürlich erst am späten Abend, und um Entschuldigung bittet. Ja, die Reue der Dame hätte wohl einen weniger fragwürdigen Beigeschmack, wenn halt vor den Pressemeldungen hier schon bereits eine Entschuldigung gestanden hätte. Natürlich ist die Antwortfunktion auf dieses Twitter-Post gesperrt. Man möchte natürlich keine unbequemen Reaktionen, was solch eine Entschuldigung nicht zwingend aufwertet. Was übrigens die ganze Sache auch nicht aufwertet, ist, dass diese Dame laut eigenen Angaben auf ihrer Homepage ehrenamtliche Antidiskriminierungsbeauftragte bei den Berliner Grünen ist. Und ich muss sagen, in meinem Verständnis ist es doch so, wer sich gegen Diskriminierung stark macht, würde doch oder müsste doch eigentlich auf gar keinen Fall so etwas nutzen, um einen Witz zu machen. Ein weiterer interessanter Aspekt bezüglich der Homepage ist, dass dort ihre Twitter-Posts eingebettet sind. Jedoch kann man die Entschuldigung, die sie auf Twitter geschrieben hat, dort leider nicht sehen. Warum wurde das so eingestellt, dass man das nicht sieht? Sollte denn nicht eine ehrliche, ernst gemeinte Entschuldigung auch dort auftauchen? Also ich würde doch mal so frei behaupten, dass Leute, denen das auffällt, sich doch Fragen stellen und irgendwie auf die Idee kommen, dass dann diese Entschuldigung nicht ganz so ernst gemeint sein kann, wenn sie auf der eigenen Homepage nicht mal auftaucht, auch wenn man dort Twitter eingebaut hat. Beziehungsweise Ex heißt es ja mittlerweile. Aber wer weiß, vielleicht holt die Dame das noch entsprechend nach.
Ich hoffe es jedenfalls. Nicht, dass diese Entschuldigung, weil sie nicht adäquat vorgetragen wurde, einen falschen Eindruck beim Wähler hinterlässt und einem vielleicht Wahlstimmen bei der Europawahl kostet. Ich meine, ähnliche Sachen gab's da ja schon mal. Zum Beispiel die Sache mit den Flutopfern im Ahrtal, als die Presse dort einmarschierte, um Wählerstimmen für die Politiker abzugreifen für die Bundestagswahl. Und ein Armin Laschet von der CDU witzelnd und spaßend und lachend im Hintergrund auffiel, weil er so laut lachte, dass er einfach unpassend dazwischen lachte, während andere Leute, doch ich sage mal, nicht ganz so schöne Dinge ansprachen. Ja, Politik kann durchaus Spaß machen, wenn man nicht der Leidtragende ist. Und so fragt man sich bei solchen Ereignissen dann immer doch, wie sind denn Politiker, wenn die Kamera aus ist, wenn da keine Veranstaltung ist, in verschlossenen Türen, in Räumen, wo keiner mithört, wie reden sie dann über die politischen Ereignisse? Und dass sich dann manche trauen, in aller Öffentlichkeit hämische Witze zu machen, gibt ein kein Vertrauen in die Politik. Auch Olaf Scholz ist ja bereits bei sogenannten Bürgerbefragungen mehrfach aufgefallen, wie er über Fragen von Bürgern witzelt und das dann auch noch irgendwie komisch findet. Tja, hätte Laschet nicht gelacht, hätten wir vielleicht nicht den Scholz. Und hätten wir gedacht, naja, wer weiß, über was der gelacht hat, nehmen wir doch den von der CDU, hätte der vielleicht nicht in Bürgerbefragungen gelacht. Aber das ist spekulativ. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, in einer Demokratie heißt es immer, das kleinere Übel zu wählen. So nach dem Prinzip, wenn mir nicht ganz so übel wird bei der ganzen Sache, dann ist das immer noch wählbar. Im Übrigen, eine andere grüne Politikerin ist für eine, ich würde es doch mal sagen, harmlosere Sache eigenständig zurückgetreten. Und zwar als sie im angeheiterten Zustand während der Autofahrt von der Polizei erwischt wurde, sich nicht ganz fair behandelt fühlte, frech wurde und einen bestimmten Gruß zeigte, den man so nicht bei uns zeigen kann. Nein, nicht der, wo man den Zeigefinger gegen Himmel streckt. Nein, man muss schon alle fünf Finger gegen Himmel strecken und dann noch was Bestimmtes bei Rufen, Namen von so einem komischen Typ, mit dem wir in Deutschland keine guten Erfahrungen gemacht haben. War so ein Österreicher mit so einem komischen Bart. Na jedenfalls, welche Politikerin hier das kleinere Übel ist, von dem einem nicht ganz so übel wird, das muss natürlich jeder frei selber entscheiden. Wobei es natürlich genug Leute aus dem grünen und linken Spektrum gibt, die, sagen wir so, nicht ganz so grün mit der Polizei sind und deswegen wahrscheinlich sogar dieses Verhalten gut finden. Vielleicht kann man ja auch so an irgendwelchen Rändern Stimmen fangen. Für die Europawahl. Sicherlich wird der eine oder andere sagen, ja, warum tritt die denn nicht einfach zurück? Das gehört sich doch bei solch einem Fehlverhalten. Und da muss ich sagen, nein. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Fachkräftemangel. Und da ist es wichtig, dass Fachkräfte wie bei den Grünen ihre Fachkraft in Aktion einsetzen und den Platz im Berliner Abgeordnetenhaus wenigstens warm halten. In diesem Sinne ein Hoch auf die politischen Platzwarmhalter, sie erwärmen unser Herz.